Dann dieses Bietchen, da gehen wir schön und kaufen paar Blumen, dass wir die überreichen können. Und da wurde gesagt, geh euch nicht zu stellen, da gibt's dann keine mehr. Da bin ich bei Zeiten gegangen. Naja. Das war so ein Sticke, in dem den Frei
Platsch ist doch hin, ihr wollt dann kriegst oder so.
Matsche in ganz Deutschland. Und da ist ihm so ein zweimal nichts in der Nase. Ja, aber da ist ihm so ein zweimal nichts passiert, Frau Menschen. Ey, die haben so die Lutsch gebremst. Und da bin ich mit halber Halt nochmal gefunden gekommen. Ja, ja. Das heißt, ein Ruck beim Blenden, beim Bremsen, da hat es mein Essen da vorne an der Front zerhauen. Und er seine Schäden. Die Ja, das ist schon traurig mit den Flecken und mit den Pinken. Aber das andere Mal, wenn sonst nicht gerade passiert ist, Frau Pinschen, dann können Sie ja nochmal von den Pinken reden. Ja. Nicht gerade passiert. Das heißt, ihr beim Ruck, beim Bremsen, da hat es noch einen von den Baron geleiert. Nee. Denn sie haben die Sanitätswoche schaffen müssen. So, aber also im Ohren will der Schwein nicht getroffen haben. Frau Pietchen, da ist doch der Teil der Katastrophe und nicht sie. Beamtenswitwe
alle Wort geben. Und wenn sie der Arschus noch einmal brauchen, dann kann ich wohl nicht für sie mehr Wünsche zur Ruhe schon mitbringen. Aber ich bin auch Schutzmann.
da kann Ihnen nichts passieren, wenn Sie mit dem anderen Bein die Oberleitung nicht berühren. Thank you.
Mann, Mütter, Tochter von der Prinzessin in die goldenen Sterne.
Doch, du machst es. Das ist so ein Schwein. Und vor lauter Wut hat es sich der Kragen abschneiden lassen. Aber da kann sie den Topf doch verkaufen. Das bringt eine Menge Geld. Und dann haben wir auch schon mal zu und essen. Der Guru, der ist nämlich von Rotkäppchens Mutter. Die hat jetzt in die Konditorei aufgemacht. Der Rat läuft gut. Ja, da habt ihr jetzt halt Geld, ne? So, was machst du denn mit dem Ernst mit dem Geld? Dein Prinz ist ein utopischer Ernster. Du hast vielleicht eine Ahnung. Oder besser gesagt, ihr habt keine Ahnung. Unser Schloss braucht eine neue Heizung. Oh. Wisst ihr, was das heutzutage kostet? Ja. Ja. Und die sieben Zwerge sind jetzt auch bei uns eingezogen. Die sieben Zwerge? Ja, weil denen der Bergwerk auch nicht mehr abläuft. Ja, und die müssen beköstigt werden. Wisst ihr, was die Gegenwerke alles kosten? Ja. Die haben schon geklopft.
schnell wieder. Ja. Ja. Und Herr Flaschborn ist auch zu Besuch gekommen. Mhm. Und er hat schwer den Leib mitgebrochen. Was hat der Rest gemacht? Ich will jetzt ja, dass du ihn nicht vergehst. Nein. Ja. Also, du bist eine Seele, wenn man mehr so wie vor. Die macht sich vor, öffnet der Teil und der Großmutter davor. Die haben mich nicht mehr zu interessieren. Obwohl für kein wenig, ich bin entlassen. Da fragst du, dass du was und so ist mein. Da muss ich dir schon wieder was geben. Warum denn, Herr Forst? Warum sind Sie denn entlassen? Ja, der Wald, der wird jetzt Video überwacht. Ja, und Holz einschlagen und so, da kümmert sich eine Zeitarbeitsfirma. Und nebenbei wird es so ins Wild. Also, lesen, Herr Fraschbock, das ist ja Vorsprung. Wenn man das ist, Sie waren immer im Amt so rierig und fleißig und so weiter. Auf jeden Fall wird es ja. Aber wissen Sie, Herr Fraschbock, aber wissen Sie, halt auch was Gutes. Dann haben Sie ja jetzt mehr Zeit. Dann haben Sie mehr Zeit für sich, können Sie sich ausruhen. So. Ja. Aber gegen Geld? Die Einkommen nicht. Oh, Sie sind arbeitslos. Ja, so ist es. Eigentlich, das tut mir leid. Aber wissen Sie, ich werde doch noch mal mit meinem Mann sprechen. Ich wollte schon stehen, jetzt schnell, aber der kann bestimmt was für Sie tun, Herr ja. Förster. Ja. Das ist schön, das kriege ich noch erklären. Hey, hey, aber los. So siehst Sie mir auf dem Hegeweg noch vielleicht ins Dr. Schneiderlein. Ja, und die Stiefel sind mir geladen. Aber was? Also, ja, du brauchst mit Sommerschnittchen, du sollst echt nicht Kinder trinken. Du brauchst nicht ausmachen, du stehst und nicht im Trikot. Ja, also, und Rotköpfchen. Den wird ja schnappst, du bringst ganz durch Mama. Ach, Rotköpfchen, du begehst ja nicht echt nicht deiner Oma im Haus heim. Geht's ganz gut. Ja, wisst ihr, ja, die Goldmarie ist nämlich deine Pflegerin. Ja. Und der kleine Punkt, der ist für die Essenverteilung zuständig. Die hat eine Firma, flinke Füße. Ja, und da ist eigentlich schon immer noch was los. Und die Stiefel bekamen, macht Seniorentanz. Und der Bursche, der hat Zauberstückchen mit dem Kätzchen. Zauberstückchen? Ja. Und wenn die Frau Wolle mal wiederkommt jetzt, ne, da macht die nämlich Schneeflocken aus Backebällchen. So. Ja. Aber manchmal gibt es Tischenrabatz da drin. Kann ich euch sagen. Ja, wenn die Rumpelstilzchen und Zwergnase sich in die Haare kriechen, da ist aber was los. Aber sonst geht das gut. Ja, das ist auch ruhig. Ja. Ja. Da ist ja ein Erschlankender dazu. Das ist ja ein Erschlankender zu Altersheim, wenn da immer noch was los ist. Ja. So machen die Märchen die Tore alle, um die Leute glücklich zu machen. Haben selber Spaß dabei und verdienen noch ein bisschen Geld. Aber nur um den Märchen bei Rosen für Schön zu machen. Ja. Was macht ihr denn eigentlich so? Ihr macht doch bestimmt irgendwas extra. Was? Ich verkaufe Aldi. Die schönen Rosen. Aha. Mhm. Und Rotkäppchen? Ja, ich verkaufe Rotkäppchen selbst. Ja? Ja, was du weißt. Ja, ich habe immer die Linsen und die Erbsen aufgehoben aus der Asche. Und ich verkaufe jetzt Erbswurst zu der Mittwochwurst. Und so haben wir noch so ein Duschnäppchen. Denke ich, auch so haben Geld. Ich suche mal im Wald noch ein paar Zwerge und habe einen Kindergarten auf. Was mache ich? Jetzt haben wir das schon vergessen. Das dürfen wir nicht vergessen. Nee.
Landkurve im Märschenwald. Und dort kannst du dann Holz haben, vielleicht noch Kamin und vielleicht brauchen wir hinter noch ein Dachböhme dazu. Und dann haben sie es zu Hause gemütlich und der Dackel, der zeigt ihnen dann auf den Weg, wie sie wieder aus dem Wald rauskommen, kann das schon. Ja, und da haben wir noch für sie auch was Schönes rausgefunden. Ja. Ich finde das ganz toll. Ja. So werden die Märchenfiguren immer wieder gebraucht. Machen alle Leute glücklich, sind selber glücklich dabei. Naja, klar, das ist alles so schön zu sehen. Dann muss ich jetzt dazu sagen, wir Märchenfiguren sind nie überflüssig. Denn die Menschen und auch sie lassen sich zu gerne Märchen erzählen. Was Sachsen sind vom echten Schlaf, die sind nicht stolz zu fließen. Dass die auch Hunger tagen darf, ihr frohe Mutter ziehen. Das könnte noch viel schlimmer kommen, für das reichsrechte Sachsen. Was andere furchtbar schwer genommen, dem sind sie sich gewachsen. Und schwimmen den letzten Teller fort, dann schwimmen sie mit und bleiben dort, für viermal zu verteilen.